Hi, mein Name ist Pfarrer Felix Schikora. Ich begrüße euch hier in der Krypta der evangelischen Kirche. Ja, schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir es zusammen machen können. Und ich bin Christian Bork als Lehrer vom Kreisgymnasium hier, um eine Adventsbotschaft zum dritten Advent zusammen mit Felix Schikora in die Welt hinauszuschicken. Genau. Ja, und einer meiner Kurse am Kreisgymnasium, da gab es zwei junge Leute, die haben sich sehr viel Mühe gemacht, eine, wie wir beide finden, recht interessante Adventsgeschichte zu formulieren, die wir jetzt zunächst einmal vorlesen. Bitte schön. Am dritten Advent. Vor langer Zeit wollte der Weihnachtsmann wie jedes Jahr Weihnachten auf der Welt feiern. Dafür müssten vorher aber alle vier Kerzen an seinem Adventskranz brennen. Jede muss an ihrem Tag angezündet werden. Wenn es nicht passiert, vergisst die Welt Weihnachten für immer. Doch eines Tages fiel dem Weihnachtsmann auf, dass die dritte Kerze fehlte. Und rein zufällig war es der Tag vor dem dritten Advent. Er suchte überall, aber fand sie nirgends am Nordpol. So schickte er seinen treuesten Engel auf die Suche nach der Kerze, da jemand sie vermutlich geklaut hat. Der Engel suchte überall auf der ganzen Welt, doch vergebens. Als er in Paris, dem letzten Ort seiner Suche, ankam, sah er einen weinenden Jungen. Der Engel fragte ihn, was los sei, und der Junge sagte, dass er ein Waisenkind ist. Der Engel fragte ihn, ob der Junge helfen will, und er sagte zu. Als sie schließlich den Eiffelturm hochflogen, der Junge auf dem Rücken des Engels, fanden sie die Kerze. Als sie die Kerze greifen wollten, rutschte der Junge ab und stürzte in die Tiefe. Der Junge glaubte allerdings so fest an Weihnachten, dass er kurz vor dem Aufprall ein helles, erblindendes Licht sah. Ehe er sich versah, hatte er Flügel und schwebte unversehrt über den Boden. Doch sie hatten keine Zeit, sich zu freuen, da sie in wenigen Minuten an Nordpol sein mussten und es durch Fliegen nicht schaffen würden. Plötzlich tauchte ein das Leuchten um die Engel herum wieder auf und sie teleportierten sich zum Nordpol. Der junge Engel wollte die Kerzen ganz schön anzünden, aber das Streichholz brach ab. In letzter Sekunde kam der Weihnachtsmann und zündete mit seinem Feuerzeug die Kerze an. So wurde der Junge ein Mitglied der Weihnachtsfamilie und rettete Weihnachten. Sag mal, Felix, da ist ja ganz schön viel los in der Geschichte. Ja, das ist von mir. Ja, ich finde sie einen spannenden Versuch, eine spannende Geschichte, die alle unterschiedlichen Traditionen, die es so zu Weihnachten gibt, irgendwie zusammenzubringen. Da ist die Weihnachten für andere da zu sein. Da ist so ein bisschen diese Hoffnung darauf, dass das Weihnachten irgendwie besonders ist, dass es irgendwie auch eine Wunderzeit ist. Da ist irgendwie natürlich der Weihnachtsmann ist mit drin. Also ganz viel, was man, finde ich, noch so entdecken kann. So ein bisschen wie so ein Wimmelbild. Ne? Also überall auf dem Bild findet man noch was, wo man nochmal nachfragen könnte, suchen könnte. Und das ist irgendwie, finde ich, eine coole Einladung, über Weihnachten nachzudenken. Ja, und vor allen Dingen, es kommt ein Engel drin vor. Es kommt ein Engel drin vor, ja. Zu Engeln hätte ich da mal noch so die eine oder andere Frage. Was können Engel alles? Das ist eine spannende Frage, denn ja, also ne, da könnte man eine ganz lange Liste machen darüber, was Engel jetzt alles so können. Ich würde es vielleicht, um es kurz zu halten, schlicht und ergreifend sagen, sie können alles das, was Gott von ihnen braucht. Engel sind ja das sagt im Grunde das Wort im Griechischen schon. Sie sollen das tun, sie sollen die Botschaft, sie sollen die wesentlichen Dinge weiter sagen und tun, die Gott für die Welt möchte. Und wenn Gott eben braucht, dass sie durch Erde gehen können, dann können sie das. Wenn Gott anderes von ihnen braucht, dann können sie auch das. Das ist ihr Ziel, das ist ihr Dienst und dafür rüstet sie Gott aus. Vielleicht noch eine zweite Frage, die ja, aus meinem Kurs, mit dem ich das vorbereitet habe, ungefähr so zusammengefasst werden könnte, weil wir viele, viele Fragen haben, die so ungefähr in die Richtung gingen, wie menschlich sind Engel eigentlich? Ja.
Das ist eine gute Frage. Ich denke, Sie sind so eng, Sie sind Ihrem Wesen nach immer irgendwie etwas menschlich, weil Gott ja will, dass die Menschen die Engel verstehen. Und das reicht von, dass sie manchmal nur so aussehen wie Menschen, aber das geht auch dahin, dass tatsächlich ja ganz einfach auch Menschen irgendwie richtig zu Engeln werden können. Manchmal nur so zeitweise. Immer dann, wenn Menschen in dieser Welt den Auftrag wahrnehmen, ja, für Gott einzutreten, Gottes Botschaft weiterzusagen, dem Frieden zu dienen oder an vielen anderen Stellen ihren Dienst tun, dann finde ich, sind sie auch Engel in der Sache Gottes. Und dann sind sie natürlich so, dass sie atmen, dass sie sprechen, dass sie uns umarmen können, dass sie mit uns Zeit verbringen können, dass sie all das tun, was Menschen eben tun. Und uns so einfach vielleicht auch ein Stückchen näher kommen. Ja, und auf diesem Wege bringen alle Engel, ob menschliche oder tatsächliche Boten Gottes, immer wieder ein Licht in die Welt. Und dieses Licht können wir morgen am Montag auch in die Welt hinaustragen mit unserer kleinen Adventsaktion. In Form von Salzteig haben wir Weihnachtsbaumschmuck hergestellt, den man gegen eine kleine Spende am Montag erwerben kann. So viel, unser Gruß zum dritten Advent. Macht's gut. Wiedersehen. Ciao.